Wenn ihr das wisst, wem gehört dieses Pferd hier? Das wurde einfach so in meinen Stall gestellt und keiner hat sich gemeldet, nachdem ich gefragt habe, wem das gehört. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Die heutige Folge wird nicht sehr viel Roleplay enthalten, da ich jetzt auch ein bisschen weitermachen möchte. Ich einige mich darauf, dass ich immer wieder mal Roleplay, mal wieder normale Folgen mache. Ich schätze mal, dass die nächste dann wieder mehr Roleplay enthalten wird. Aber ein bisschen was Normales muss auch mal wieder sein. Sorry, dass gestern keine Folge kam. Ich habe es einfach nicht mehr geschafft. So, und weil das Problem ist immer, meine Eltern, die schlafen ja immer schon recht früh, weil die fertig sind von der Arbeit. Und wenn die schlafen, kann ich nicht mehr aufnehmen, weil ins Mikrofon zu flüstern unter einer Aufnahme, das möchte ich nicht. Und das finde ich dann natürlich nicht so toll. Das bedeutet, ich muss unterm Tag aufnehmen und ich habe es einfach gestern nicht geschafft. Ich habe gestern zu lange gepennt, habe dann noch Enderkids vorgedreht. So, und jetzt haben wir hier zwei Bücher, die lesen wir jetzt erstmal vor. So, fangen wir an mit Angebot von der Kev. So, und er schreibt: Hallo liebe Bürger, wenn sie erlauben, würde ich mich gerne vorstellen. Ich bin der Kev und habe zurzeit den Posten als Stadttechniker. Ich habe mein ganzes Leben in der Werkstatt meines Vaters mitgeholfen, bis er dann leider letztes Jahr verstorben ist. Es tut mir natürlich sehr leid. Nun führe ich unseren alten Betrieb fort. Das bedeutet für Sie, wenn Sie jemals an einer Konstruktion, automatischen Maschine oder einer anderen Verkabelung interessiert sind, bin ich gerne bereit, dies für Sie zu tun. Ihr Vorteil: jahrelange Erfahrung, garantierte Qualität, die Technik des Rummels dient hier als Referenz. Ein freundlichen und geselligen Arbeiter. Ich hoffe, Sie werden meine Dienste bald in Anspruch nehmen und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Nichts ist unmöglich. Liebe Grüße, der Kev, Stadttechniker. So, dann haben wir hier, okay, also das packen wir gleich mal hier rein, denn so ein Angebot zu nutzen ist sicher mal nicht schlecht, weil ich bin sowieso ein Redstone Bob. Gut, dann gucken wir hier in Es tut mir leid von Leuchtlicht rein. Ich glaube, ich weiß schon, woran sich das bezieht. Ich erkläre es euch jetzt nochmal ganz kurz, und zwar ging es darum, dass es gestern eine kleine Konfrontation auf dem Server gab mit mir und Nilo. Nilo hat mich die ganze Zeit, wollte mich die ganze Zeit abschlachten. Cookie war auch dabei, hat mich dann verteidigt. Nilo hat gedroht, ja, die Presse wird sterben und die ganze Presse wird zugrunde gehen, und hat schon Morddrohungen und so weiter gemacht. Dann hat Leuchtlicht geschrieben, ja, die Presse ist schon gar nicht mehr auf Bildniveau, sondern schon auf Bravo-Niveau. Und das ist ja mal noch tiefer. Und dann hat er mir danach diese Entschuldigung hier geschrieben. Herr Doggy, nochmal zu meiner Aussage gegen Ihre Zeitung. Seit einiger Zeit stehe ich im Bann einer dunklen Kraft. Sie benutzt mich dazu, böses Vokabular zu verbreiten. Und nicht nur das, ich vermute, nicht Nilo steht auch im Bann dieser Kraft. Nicht Nilo steht nicht im Bann dieser Kraft, denn Nilo ist schon seit der Geburt so. Wie Sie vorhin vielleicht bemerkt haben. Eventuell wäre das ein Artikel in Ihrer Zeitung wert. Die Bürger müssen darüber informiert werden. Hiermit entschuldige ich mich nochmal und frage Sie, gibt es eine Möglichkeit, meine fiese Wortwahl wieder gut zu machen? Leuchtende Grüße, leuchte Licht. So. Die Kraft, sie will mich wieder dazu bringen. Wahrscheinlich böses Vokabular. Benutzen. Hilfe. Packe ich auch mal hier rein auf jeden Fall. Naja, mal schauen. Also wir sind ja überhaupt nicht erfreut dadurch, wenn Leute so, wenn Leute so Hassreden gegen die Presse schieben und die sich dann plötzlich wieder entschuldigen. Mal schauen, mal schauen. Also natürlich vergeben, aber nicht vergessen, und das wird natürlich auch vorgemerkt. Also wir führen da eine Kartei, wo wir alles vormerken. Genau. Dann wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar, hier haben wir ja meine schönen Kühe. Und, ja, hier haben wir meine schönen Hühner. Und wie ihr seht, es sind kaum noch Hühner da. Es sind jetzt eigentlich schon wieder viele im Gegensatz zu gestern. Aber
Da gab es gestern auch so ein kleines Problemchen. Und zwar ist Takaishi hin und her gelaufen und hat gefragt, so, ja, wem gehören die Hühner da unten? Er hat es gesehen per Minimap. Sag ich so, ja, die gehören mir. Und beziehungsweise er hat gefragt, wem die Tiere gehören. Ich habe gesagt, die gehören mir. Dann hat er sich einfach runtergebaut und hat ohne zu fragen meine Hühner getötet. Das fand ich nicht in Ordnung. Und ja, ich hoffe auch, dass es in Zukunft nicht mehr passiert, weil man kann wenigstens vorher fragen, wenn man sich hereinbaut. An dieser Stelle, wenn du das siehst, Takeishi. Das war nicht sehr in Ordnung von dir. So. Gut. Dann, genau, dann wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar gibt es ja jetzt naja, wie soll ich sagen? So einen Automaten. Ja, übrigens, hier, wie ihr seht, Nilo hat sich wieder mal umentschieden. Er möchte wieder was Neues bauen. Der entscheidet sich jeden Tag anders. Also jeden Tag, wie seine Laune ist, ändert sich sein Kunststück. Ich find's witzig, dann hat man wenigstens mal ein bisschen Abwechslung. Und ja, wie ihr wisst, hat Herr Bergmann ja gefragt, wie das funktioniert mit so einem. Nein, du gehst hier weg. Ja, er explodiert trotzdem. So. Und zwar haben wir hier so einen From the Future Zeitungsautomaten. Das Ganze funktioniert so. In diese Kiste hier packt man einen Diamant. Der fliegt dann drunter, bla bla bla. Der wird dann sortiert. Und dann kommt hier eine Zeitung rein. Also dahinter ist so ein Werfer, der schlägt das Ganze hier in die Zeitung rein und dann kann man das hier quasi so mit kaufen. Ich glaube, dass Herr Bergmann gestern nicht dazu gekommen ist, das Ganze zu kaufen, zu schreiben, weil es war einfach wirklich viel los und ich hoffe einfach mal, dass wir das in den nächsten Tagen packen, dass wir endlich mal an der Zeitung arbeiten, weil das wird immer weiter und immer weiter nach hinten verschoben. Falls ihr jetzt denkt, das bleibt so, nee, 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 das bleibt nicht so. Sondern hier steht ein fettes Schild mit Umbau. Also das Ganze hier wird auf jeden Fall. Da kommt dann noch so ein kleines Gebäude hin. Dann hier vielleicht noch so irgend so kleine Details und so weiter. Also hier kommt auf jeden Fall noch so ein kleines Gebäude hin, wo man reingehen kann. Wie so ein kleiner Kiosk quasi möchte ich das hier gestalten. Wie so ein kleiner Kiosk. Und den kann man dann, wie soll ich sagen, so ein bisschen, ja, so ein bisschen nutzen. Als Zeitungsautomat. Ich bin gespannt, ob die gut verkauft wird, weil ich weiß gar nicht mehr, ob wir die austragen. Ich denke schon, dass wir noch einen Teil austragen. Ich glaube, die Leute, die weiter von der Stadt weg wohnen, müssen sich selber holen. Oder umgekehrt, dass wir das den Leuten liefern, die weiter weg wohnen, weil die nicht die Möglichkeit haben, so schnell in die Stadt zu kommen. Und die anderen, die können sich einfach hier kaufen, weil das bedeutet nicht nur, weil die anderen das geliefert bekommen, dass sie es auch gratis bekommen. Ich schätze mal, dass die neuen Einwohner das schon gratis bekommen, weil es ja schließlich für die die erste Ausgabe ist. Ich bin mir da jetzt aber auch nicht ganz sicher. Das muss ich noch alles mit Herrn Bergmann abklären. Aber auf jeden Fall arbeiten wir immer hart daran. So, genau, das wollte ich euch zeigen. Gibt es noch irgendwas Neues, was ich euch zeigen wollte? Genau, wie ihr seht, meine Rüstung ist kaputt. Da könnten wir uns gleich mal eine neue craften. Und mal gucken, was wir dann da für eine Verzauberung bekommen würden. Hier haben wir das ganze Eisen. Wir brauchen 7 und 4. Ja, und meine schöne Diamantbrust ist auch bald kaputt. Ich habe auch gar keine Dias mehr, weil wir mussten 22 Dias dafür hergeben. Da hat Kukilka auch gespendet. Deswegen, ja, werde ich auch mal schauen, ob man da bei Cookie so einen Deal einbringen kann. Der hat glaube ich, 9 Dias gespendet für den Automaten, dass der funktioniert. Also wäre schon ziemlich, ziemlich nett, wenn er da die Zeitung irgendwie jetzt 9 Ausgaben lang gratis bekommt. Gut, jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen Schutz, aber man muss sagen, man stirbt hier echt total schnell. Und die Rüstung nutzt sich auch total schnell ab. Obwohl hier Haltbarkeit 3 oben ist. Ich müsste jetzt reparieren mit einem komplett neuen Diamant-Brustpanzer, aber das funktioniert nicht, weil ich habe keine Diamanten. Und genau, das wollte ich euch auch noch zeigen. Hier, graues Pferd ausgesetzt. Und zwar, Leute, wenn ihr das wisst, wem gehört dieses Pferd hier? Das wurde einfach so in meinen Stall gestellt und keiner hat sich gemeldet, nachdem ich dann, nachdem ich gefragt habe, wem das gehört. Das wurde einfach hier, dieses arme Ding, wurde einfach so in mein Zwinger hier gestellt, beziehungsweise in diesen kleinen Stall hier. Und ich habe da jetzt schon so ein Schild aufgehangen, wo steht, Chaos Pferd ausgesetzt, bitte melden. Aber bisher hat sich noch niemand gemeldet und
guckt euch den armen Kerl mal an. Der muss doch schon komplett traumatisiert sein. Also Leute, ich werde es auf jeden Fall in die nächste Ausgabe mit reinpacken. Und dann hoffe ich mal, dass sich da bald jemand meldet, weil der Arme, dem geht's nicht so gut. Genau, was ich aber eigentlich auch noch machen könnte, ist, ich bräuchte ein Dach für die Kleinen hier. Ich bräuchte eigentlich... Hier, genau, Flummchen wurde von Kukilke getötet. Dann sind die Sachen vor meinem Haus getroppt natürlich und ich habe die dann in eine Kiste gepackt. Aber Flummchen hat's auch nicht abgeholt. Flummchen, wenn du das siehst, hol's bitte ab. Das sieht nicht schön aus, wenn das hier vor meinem Haus steht. Bitte, bitte abholen. So, genau. Zack, 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 zack. 3, das sind dann 6. Moment, das sieht dann... Ich weiß nicht, wie das aussieht. Also ich hatte ja sowieso nicht vor, dass das hier bleibt, weil es sieht hässlich aus vorm Eingang, einfach so. Aber wenigstens so ein bisschen, dass die Pferde so einen kleinen... Naja, wie soll ich sagen, so einen kleinen Schutzer... Oh nee, da wollte ich gar nicht rein. Sondern, dass die Pferde halt nicht unbedingt die ganze Zeit jetzt hier durchnässt sein müssen. Jetzt gucke ich mal, ob ich es nicht lieber mit dem Holz mache. So. Erstmal hier hoch. Und zack. Hui, das reicht aber nicht. Dann mache ich es jetzt mal einfach so, dass die jetzt nicht sonderlich sehr stark nass werden. Und gut, das sieht jetzt nicht so schön aus, weil es zwei verschiedene Farben sind. I know it. Aber der Zweck für Zweckeshalber reicht es. Mache ich das mal so und so. Aber wenigstens, dass sie so einen kleinen Unterstellplatz haben. Ich weiß noch nicht genau, wo ich meine Pferde hinpacken soll. Das ist echt schwer. Ich möchte irgendwie so ein kleines Abteil noch bei meinem Haus haben, wo ich die Pferde abstellen kann. Ich würde sie eigentlich liebend gerne so ein bisschen weiter nach da schieben. Ich weiß auch nicht, wie das so sehr an mein Haus gekommen ist. Vielleicht wurde es mal umgebaut oder so. Ja, auf jeden Fall, Leute. Nächste Folge müssen wir auf jeden Fall zu Tourist Histories gehen. Die muss uns bitte, bitte versorgen, weil das geht so nicht. Meine Wunde, die eitert schon. Und wir müssen unbedingt zu Fräulein Histories gehen. Nächste Folge. Und ich würde einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich ultramäßig super duper über eine positive Bewertung freuen. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar schreiben, wenn ihr Bock habt. Und ich würde sagen, das war's von der heutigen Folge Minecraft Leben. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao.